Morgen, liebe Judo-Freunde. Heute habe ich mir meinen Kramel zurechtgemacht. Nein, eigentlich stimmt das nicht, habe ich gestern Abend schon. Heute geht es ans Wiesenabschleppen. Ich habe am Dienstag ja im Video gezeigt, wie ich die Wiese, die neue, gemulcht habe. Und die Wiese hinter der Halle, die ich da noch habe, diese 0,2 Hektar in etwa, müssen noch abgeschleppt werden, da sind Maulwurfshügel drauf, die habe ich nicht neu gemulcht. Dazu habe ich mir eine alte Egge angehängt, die kann man rumdrehen, dann kann man sie als Schleppe verwenden. Die große wäre jetzt mittlerweile zwar wieder da, aber mein Vater will heute noch seine Sonnenblumen reindrücken in der Bude. Wir bauen ja heute Sonnenblumen dann auf dem Feld an, die im Herbst neu gemulcht werden. Ja, und nachdem der IHC dann, wie gesagt, vor der Sämaschine hängt, habe ich halt gedacht, wieso soll ich immer die große nehmen? Es geht ja mit der kleinen auch. Mit den Oldtimer ist doch auch nicht schlecht, wenn es doch funktioniert. Und darum heute KL300, die alte Schleppe oder Egge. Ja, soweit zurecht gemacht. Da steht er. Und dann schauen wir mal weiter. Warten wir sehen. Ja, wie gesagt, das Video vom Säen kann ich natürlich leider nicht machen. Hätte ich gerne gemacht. Was für Sämaschinen haben wir? Ich zeige es noch einmal, weil die hängt jetzt so schön am IHC dran. Und ich muss sowieso in die Halle. Ja, wie gesagt, der IHC hängt mit der Sämaschine zusammen. Deswegen kann ich den mit der großen Schleppe nicht nehmen. Die Sämaschine ist eine Nodet Gugis. Müsste eigentlich ein französisches Exemplar sein. Ist aber mal, wie so viele Maschinen bei uns, keine regulär zu kaufende Maschine, sondern ein Sonderfall, so wie eine Mähdrescher eben auch. Da haben wir irgendwie einiges, was so eigentlich nicht existiert. Die Sämaschine ist einmal in Pechkram gekauft worden. Da hat die eine verkauft. Und die hat ein anderes Maß quasi. Die ist enger zusammengeschoben, ist eigentlich eine 2,85 Meter Maschine mit 19 Reihen. Die ist zusammengeschoben worden, die macht jetzt eine Reihenbreite. Jetzt müsste ich überlegen, was haben wir gestern gemessen? 2,45 Meter. Ja, das ist einfach, dass du mehr ins Feld reinbringst. Wie gesagt, das ist normalerweise 2,85 Meter Arbeitsbreite. Gut, funktioniert auch. Warum nicht? Ja, mit der sollen heute die Sonnenblumen neu gemacht werden. Die haben wir da, nichts Besonderes. Das waren 100 Kilo, die Rekult hat. Die 100 Kilo irgendwas um die 100, 110 Euro oder sowas. Und ja, ich habe da auch noch ein paar gehabt. Altes Vogelfutter vor der Arbeit. Haben wir ja auch immer mit hinterher sehen. Ist ja wurscht. Wenn was aufgeht, geht was auf, wenn nicht. Das soll ja dann im Ganzen quasi eh neigemulcht werden, also ist es nicht so dramatisch. Ja, wie gesagt, da kann ich halt leider kein Video machen. Wäre zwar schön, aber was nicht möglich ist, ist nicht möglich. Kann halt immer nur eins und ich gehe, wie gesagt, auf die Arbeit. Und heute ist es sowieso so. Ich arbeite bis 6. Und dann habe ich gesagt, wenn ich bis 6 Uhr auf der Arbeit stehe, dann mache ich im Anschluss noch mal Wiese drin, dann fahre ich gleich mit dem Kramen rein. Und dann muss ich auch mal gucken, ob ich dann im Anschluss auch noch die Wiese Unterhalt mitmache. Oder ob ich das dann auf morgen verlege und meinen Kramen dann mit der Schleppe bloß hinstelle. Aber das wird sich zeigen. Na gut, beim Wiese abziehen oder Wiese schleppen wünsche ich euch jetzt schon mal viel Spaß. Ja, Freunde! Meine Wiesen drinnen habe ich leider aus technischen Gründen nicht filmen können. Ich habe dummerweise bloß einen Akku dabei gehabt. Macht nichts. Jetzt stehe ich auf meiner anderen Wiese, die ist hier unten. Die sieht man hier. Da oben ist so ein Grundstück. Und im Hintergrund sieht man den Vater mit dem IHC und mit der Sämaschine. Der versteckt gerade eben die Sonnenblumen. Und ja, der ist auf alle Fälle deutlich schneller unterwegs wie ich. Ich denke mal, der ist eher fertig. Aber das werden wir gleich sehen. Ja, schauen wir mal, dass das funktioniert. Ich hoffe, ich finde da gute Position. Sei
geplant, dass wir die Sonnenblumen eventuell, je nachdem, mit der Adendorde gleich mit den umgedrehten Zinken noch ein wenig den Boden aufreißt. Wir nehmen da ein wenig Unkraut mit, reißt da mal den Boden auf, lockert ihn. So, jetzt schauen wir mal.
meine lieben Freunde, das war's. Die Wiese ist fertig. Bloß noch schnell die Holzstecken raus, weil die muss ich im Trommelmäher gar nicht unbedingt drin haben, wenn es geht. Mal gucken, wo sie geblieben sind. Eigentlich waren es zwei Trümmer. Vom Schlepper aus sieht man sie leichter als von hier unten. Gute Frage. Irgendwo sind sie. Ja. Der Kram mit der Aden. Das ist ja eigentlich eine Ecke. Geht aber hervorragend da damit. Das ist halt die kleine Schleppe von früher. Klar, wir haben die große normalerweise, die ist ein bisschen breiter. Ich weiß gar nicht, die hat glaube ich irgendwas mit. Ach, da ist er doch. Ich glaube, die große, jetzt müsste ich lügen. Ach, das könnten was an die. Naja, an die 4 Meter oder sowas sein. Müsste nachgucken. Ist auf alle Fälle recht breit, das ganze Ding, wenn man es ausklappt. Könnte auch größer sein. Also da müsste ich wirklich lügen, müsste ich nachschauen. Die war aber, wie gesagt, im Moment nicht verfügbar. Gut, dann war's das. Ja Leute, und jetzt noch als kleinen Nachtrag. Also ich habe mal nachgeguckt, die große blaue Wiesenschleppe, die man im Hofrundgang-Video damals gesehen hat, hat eine Breite von 6 Metern, wenn sie ausgeklappt ist. Die war, wie gesagt, ja nicht verfügbar. Außerdem hat ja der Vater den IHC gehabt und wenn der da damit unterwegs ist, ich meine, dann muss man sich das irgendwie ein wenig aufteilen. Hat ja aber so auch ganz gut geklappt. Ich denke auch, der Kramer ist einmal was anders. Also ich habe einige Zuschauer gehabt, denen hat es scheinbar auch gefallen, mal so einen Oldtimer da zu sehen. Ja, und warum soll der denn arbeiten? Ich meine, früher hat es auch funktioniert. Ja, und dann passt es doch. Na gut, das wollte ich jetzt einfach nur noch ergänzen. Und dann sage ich Servus, bis zum nächsten Mal.